So, und herzlich willkommen zurück zu Secret of Evermore. Letztes Mal haben wir angefangen, den Schattenwald zu erkunden und sind auf unsere Doppelgänger gestoßen, beziehungsweise auf Morphs, die unsere Form angenommen haben. Die erste Runde haben die gewonnen, aber ich werde zurückkehren für Rache. Ha! Und wir haben ja eigentlich Misten gefunden hier im Wald, das ist auch nett gewesen. So, wo geht's jetzt weiter lang? Ich kann mich auch nur auf die Eule verlassen, die in den Bäumen sitzt. Das ist der Hinweis, mit dem man sich hier durchnavigieren soll. Mit ein bisschen Glück sind wir sogar gleich da. Also dieser Kampf in der Mitte des Waldes ist halt eigentlich die Hälfte. Also deswegen ist es die Mitte. Pa. So, hier bin ich wohl falsch. Hier bin ich richtig. Wir können noch unsere Hitzeblitze aufstocken. Das ist sehr wild gewesen. Wo guckt die Eule jetzt hin? Ich finde es ja gut, dass diese Eulen, die dann zu den Morphs werden, uns überhaupt erstmal einen Hinweis geben, wo es lang geht. Wie soll man das überhaupt rausfinden, wenn man das Spiel nicht kennt? Oh, steht hier. Fast geschafft. Pa! War jetzt hier der richtige Zeitpunkt, um noch mal kurz zu speichern? Ach Quatsch. Das geht doch so. Okay. Zeit für die zweite Runde. Diesmal hole ich sie mir aber. Jetzt kann ich die Hitzeblitze spammen. Und der Hund geht mit einem starken Schlag rein. Nice. Das waren gerade mal eben über 200 Damage. Jawohl. Der erste Morph ist direkt gefallen. Okay, ich möchte mein Leben oben halten. Nicht, dass es mich wieder one-shottet. Weil der Hund zu weit weg ist von dem. Den Schadenliner auf mich nehmen muss. Nein, Hund, was soll das? Oh, da kommt's. Okay, jetzt habe ich verhindert. Nice. Was kommt zuerst? Der Heal ist ein Schaden. Ha, nur mein Heal kommt. Nice. Was? Und noch eine Runde. Nappen. Habe ich geheilt. Ah, der Hund tritt trotzdem. Okay, da kriegt da Hitzblitze ab. Oder hier die Harzgranaten, auf geht's. Viel Spaß damit. So, Hund. Nitro. Damn. Da ruft noch ein Hitzeblitz. Geht doch. Fickt euch, Penner-Eulen. Oh yeah. Excalibur erhalten. Ha, wild. Okay, wie stark ist das Excalibur? Was? Achso. Das sieht sogar nicht mal mehr aus wie ein Schwert oder so, sondern einfach nur noch wild. Okay, aber auch nur 30 Angriff. Warum soll das denn besser als der Speer sein? Den Speer kann ich immerhin wild werfen. Naja, wie muss sei. Wow. Ich habe den Kampf beobachtet. Du bist stark. Du bist viel stärker als ein anderes Ich. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Als mein anderes Ich? Welches andere Ich? Auf Wiedersehen. Jo, hau rein. So, und die andere Hälfte des Waldes. Oh boy. Okay, da es nichts zu holen gibt, glaube ich. Kann ich einfach durchrennen. Ach, das Schwert ist doch irgendwie. Keine Ahnung. Will ich es wirklich benutzen? Die Speere haben wenigstens wilde Ladungsangriffe. Überlebt das? Warum überleben die das?
Tja, bitte noch ein Hitzeblitz für euch, ihr habt so gewollt. Mistviecher. Okay, ich bin definitiv falsch. Ich gehe trotzdem Spaß haben weiter. Nur um zu schauen, wo mich das hinführt. Sackgasse, okay. Ja, hier drin gibt es keinen Looter oder was. Kann ich auch genauso gut den richtigen Weg gehen. Gott, der mit Hund. Können Sie sich das bisschen Gold noch mitnehmen für mich? Ah, hier geht's weiter. Brr. Ja, so wird es hier mal, hier geht's weiter. 100 Goldmünzen, ehrenwert. Hier lang? Ich verstehe nicht, was der Olli mir da zeigt. So weit kommt's denn? Jawohl, da unten hat noch ein Kill. Ganz nebenbei. Oh, was haben wir hier? Todesstadt, 5 Kilometer. Okay. Wie lange sind diese 5 Kilometer noch? Und hier bin ich falsch. Man stelle sich vor, das hier zu machen, ohne den richtigen Weg zu kennen. 100 Goldmünzen, nice. Und da unten macht einfach 2 Kills. Schon wieder falsch. Diese Mistkäse. Okay. Viel nichts. Los Hund. Los Hund, Angriff. Sehr schön. So, die Galgenberge in 5 Kilometern. Okay, Todesstadt und Galgenberge. Gleich um die Ecke. Fast. Sackgasse, wow. Okay. Ey, das muss der Drache sein, mit dem geredet wurde. Und der hat gleich mal 450 Damage gefressen. Nice. Deswegen habe ich das Excalibur bekommen, damit ich gegen den kämpfen kann oder was. Der Hund hat nicht getroffen. Und ich krieg den Feuerball ab. Also das Spiel kann ich auch, Kollege. Ja, ein bisschen super so abusen. Und der Hund trifft. Ja, mit deinem Leben. Okay. Los Hund, volles Kaliber. Sehr schön. Der Bosskampf dürfte schnell vorbei sein. Ha! Das Pferd hat jetzt aber ungefähr so viel Leben gehabt wie der zweite Boss im Spiel, muss man sich mal so vor Augen halten. Also viel mehr als 2000 konnte der nicht haben. Maximal 3000. Dieses Sumpf, was wir besiegen mussten, hatte schon 2000. Ein Speer, nice. Ist der wenigstens krass? 40, jawohl. Und den kann ich auch potenziell auch mal werfen, wenn ich den gut level. Schon diese Blockaden. Und eine Zutat. Und? Was soll hier sein? Hier ist nichts. Was für ein Witz. Der Hund verarscht mich. Durch eine Barrikade oder sowas.
ins nächste Abwassersystem? Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Und jetzt kann ich mich wirklich null erinnern. Das sieht auch ein bisschen aus wie das, wo wir zuerst durchgegangen sind. Vielleicht läuft es nur so vor. Das Spiel hat so irgendwie mit Abwassersystem. Und Kühlrohren und sowas. Meine Wege sind noch leicht beschränkt. Und? Nein? Ja? Irgendwas? Um sich auch noch selber kämpfen, komm, Hund, mach, sehr schön. Okay, wie komme ich da hin? Geh beiseite, Mistvieh. Ist klar. Sehr schön. Okay, ich muss da irgendwie rauskommen können. Vielleicht von hier? Oder hier? Was, hier ist kein Geheimgang? Ich bin enttäuscht. Vielleicht da hier. Auch nicht. Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Da drüben sind auch Kisten. What? Wie soll ich die holen? Na klar. Und der Hund verfehlt. Kann nicht vorbeilaufen, sinnlos. Ja. Nerv mich doch noch weiter ab. Sehr schön. Ich will in diese Schätze kommen. So wie keine Geheimgänge sind. Sehr schön. Zum Teufel. Hier? Auch nicht. Vielleicht brauche ich erst was mit Barrieren aus dem Weg zu räumen. Und kann dann diese Geheimgänge dann überhaupt erst freischalten oder so. Warum ist dieser Passjob so groß? Da, die Kisten. Moment, was? Laufe ich hier gerade irgendwie stabil im Kreis? Ach, guck mal. So ist es also. Ethanol-Wassereicheln. Naja. Das ist... okay, Loot. Nichts Besonderes. Tja, aber wie geht's jetzt hier weiter? Selbst mit den Kisten... muss es ja irgendwie eine Art... also es muss auch so irgendwie vorwärts gehen. Ich bin absolut lost. Huch. Ah, hier. Okay, dann habe ich zumindest schon mal die Kisten. Ah ne, das sind zwei extra. Elfenstaub und Asche. Danke, Spiel. Ich weiß nicht mal, wofür der Elfenstaub gut sein soll. Vielleicht, wenn ich hier weitergehe. Geht es nicht irgendwie schneller? So hier vielleicht. Okay, Overkill. Stufe 7 für den Hitzeblitz. Krank. Damit kann der Zauber jetzt besser ausrasten. Jetzt ist das Anfangsgebiet hier. Warum musste nach diesem scheiß Wald noch ein Labyrinth kommen? Richtig?
Ey, wir sind zurück in der Burg. Öffnet sich nicht. Ist safe. Natürlich sind ja viele Viecher drin. Natürlich. Verdammte Raptoren. Hallo. Okay, mal machen die keinen zu wilden Schaden. Feuerfrei. Was? Komm schon. Jawohl. Auf den Hund ist ab und zu mal Verlass. Noch einer. Sehr schön, Hund. So will ich das sehen. Okay, muss ich die Zellen jetzt wieder als alle durchsuchen? Schau, die Viecher bringen ordentlich Loot, jawohl. Warum kämpfe ich überhaupt noch? Okay. Aber ansonsten viel nicht. Das war unsere Zelle. Nein, ist ja so ein Bro. Chill. Warum musst du so viel aushalten? Wie kommt du überhaupt hierher? Ich hätte hier nichts verloren. Oh. Wo geht's? Will ich hier hochgehen? Wo kommt man da raus? Ah, verschlossen. Natürlich. Gut, dann haben wir nur die Wahl, hier hinzugehen. Das sieht aus wie die Stadt, wo wir erst waren, nur in alt und verbarrikadiert. Aber gut, die sagt, dass ihre alte Heimat ist. Oder? War das so? Dann müsste doch hier oben die Burg sein. Oh, das Inn. Aber niemand ist zu Hause. Genug Honig. Na, wenn du das sagst, spiel. Huch, Waffenboy. Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaosturm noch aus Herrorfels. Chaosturm. Richtig. Ich bin aus Großostheim. Großostheim, was für ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Nofla. Kennst du meinen Südkörper Alphons? Natürlich. Nun, ich habe mich mit meiner Frau Rose in Terrorfest niedergelassen. Okay. Gehören diese ganze Rüstung in dir? Ja, ich handle damit. Ich verkaufe Waren, die ich in allen Jahren erstanden habe. Man kann davon leben, aber das Geschäft geht zurück. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nach Chaosturm gingen. Warum bist du nicht auch schon dort? Warum sollte ich? Dies ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Du scheinst Sohn zu sein. Aber du bist schlecht ausgerüstet. Lass mich dich einkleiden. Da du auch ein Abenteurer bist, fühle ich mich mit dir verbunden. Ich mag dein Sonderangebot. Wie kann ich dir helfen? Ein Sicherheitsheiß von 400 Drachenklaue. Neonweste, Ritterhelm. Was zum Teufel? Ich kaufe mal das Sicherheitsheißband. Nimm diese prächtige Waffe als Geschenk von mir. Ich fand sie vor langer Zeit im Dschungel auf dem Plateau. Eine Bazooka. Donnergranaten. Okay. Allmählich wird's wild. Die scheiß Bazooka. Und er hat uns eine Granate gegeben. Ahaha. Dann brauche ich noch viel mehr. Okay. Wie kann ich dem Hund jetzt das Halsband geben? So, Kleidung. Tatsächlich, das ist das erste Ausrüstungsstück, was er bekommt. Das bringt gleich mal 86 Defense. Wow. Wow. Na gut.
Mach's gut, Snuffler. Was der für Sachen hat. Dass du überhaupt noch Kunden hat. Ist alles zu. Okay, vielleicht nicht gerade. Dass sogar diese Häuser genau identisch aussehen. Die Blut. Du hast genug Wasser. 6 Tropfen Essig, noch mehr Wasser. Fuck. Geheimkammer, absolut wild. So, ist das der Weg zur Burg? Oh ja. Man würde es einfach so reinlassen? Ah, dem Frieden traue ich nicht. Lassen wir über die Folge hier beenden und wir schauen im nächsten Part, was es denn mit diesem ganzen Ort hier auf sich hat. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.